Hallo, meine Damen und Herren, willkommen zu einem weiteren Video. Welchen Rank hast du eigentlich aktuell in CS2 und welcher war dein bis jetzt höchster CS2-Rank? Und wie wahrscheinlich ist es eigentlich, dass man tatsächlich Hardstuck auf einem Rank sein kann? Das gucken wir uns mal an, let's go. Hey, woran halt die Lehen? Das ist natürlich immer so die Frage, ich sag natürlich immer, woran halt die Lehen? Anfang des Streams am Dienstag war ich noch auf 14.300 und ja, wie gesagt, dann sind wir auf 13.4 gefallen. Mein höchster CS2-Rank war 17.600, glaube ich. 17.600, so plus minus. Ich denke, wenn ich nicht nur in den Streams mit euch spielen würde, sondern auch einfach offstream so richtig reingeschwitzt, dann wäre wohl auch noch ein bisschen mehr drin. Aber seit CS2 da ist und auch schon eine lange Zeit in Go, habe ich selbst nicht mehr wirklich eingespielt, sondern spiele immer mit euch live. So, und dann bin natürlich ich in den Streams halt immer am Labern. Klar, da leidet dann auch der Rank so ein bisschen drunter. Aber wenn man jetzt Leute hat, die ganz normal spielen, also für mich würde normal spielen heißen, dass man selbst mit 4 Mates reinspielt, im besten Fall immer die gleichen Leute oder so ein bisschen durchrotiert, aber man hat halt mehr oder weniger ein festes Team oder halt Kumpels, mit denen man immer spielen kann. Wenn diese Voraussetzung erfüllt ist, kann man, glaube ich, relativ einfach nach oben steigen, bis man natürlich auf einem gewissen Rank angekommen ist, der für das eigene Team eben passt. Der Premier-Rank könnte ja auch grundsätzlich als Team-Rank bezeichnet werden. Es kommt natürlich immer darauf an, wie man als Team spielt. Deswegen haben natürlich auch Solo-Queue-Spieler meistens eine schlechtere Zeit und dann vielleicht auch nicht so extrem gute Ränge, je nachdem, wie viel Glück sie eben haben, an wen sie kommen, also Mate-mäßig. Die Mates sind leider extrem ausschlaggebend, weil man ja nur selbst einer von 5 ist, zwecks Impact. Natürlich kann man als Einzelner auch einen größeren Impact haben, wenn man mehr Kills macht und so weiter und so fort. Aber alleine ein Spiel zu holen, also Runde für Runde für Runde, ist so gut wie unmöglich. Dein Team muss schon irgendwie auch was machen. Aber unabhängig von dem Machen, also dem Spielskill an sich, ist es für einen Solo-Queue-Spieler natürlich sehr wichtig, dass sein Team, das er zugewürfelt bekommt, halt nicht aus irgendwelchen Assis besteht. Und das ist eine Sache, die man halt auch oft erzählt bekommt, dass jemand sagt, ich komme rein und da spielt einer Musik ab zum Beispiel oder labert die ganze Zeit irgendeinen Scheiß oder ist aggressiv oder macht Team-Damage und so weiter und so fort, fordert irgendwelche Dinge, die gar keinen Sinn machen. Und dann hast du halt so einen Querulanten bei dir sitzen, der natürlich deinen Rank und somit den gesamten Team-Rank, den Rank von jedem eben nach unten drückt. Und ich spreche jetzt hier noch nicht mal von Trollen, sondern wirklich so, ihr kennt solche Leute halt, ne? So menschlich gesehen halt eher so, ah. Und speziell in diesem Bereich, also jemand, der alleine in Premier reinsucht und Solo-Queued, da kann man dann schon eher auf einem Rank stecken bleiben, der eigentlich nicht für einen gedacht ist. Man sollte eigentlich darüber sein, aber hat halt immer wieder irgendwelche Scheißspiele, die man verliert, weil die Mates halt einfach durchgepeitscht sind. Wenn man wiederum mit einem Full-Team spielen kann, dann ist das, glaube ich, nicht so ein großes Problem, irgendwo Hardstuck zu sein, außer du bist einfach am Ende deines Könnens oder deines Team-Könnens angekommen. Und dann müsstest du das erst wieder erhöhen, also einfach insgesamt besser werden, dass man da auch wieder wegkommt, aber das ist ja logisch. Darum wäre es übrigens auch sehr nice, wenn ihr eurem Kommentar hinzufügen könntet, ob ihr hauptsächlich Solo-Queue spielt und somit auf euren angezeigten oder mir geschriebenen Rank gekommen seid oder eher mit Mates. Die Problematik der Mitspielersuche kann sehr groß sein und wie gesagt, als Solo-Queue-Spieler hast du natürlich gegenüber einem Teamspieler einen Nachteil, ne? Weil der hat dann einfach seine Leute und er weiß, die sind nicht komplett durchgepeitscht, damit kann man spielen. Der Solo-Queue-Spieler muss immer Glück haben, dass was Gescheites kommt. Wir haben uns dafür übrigens bei uns auf dem Discord und auch in der Steam-Gruppe Bereiche eingerichtet, in denen man dann einfach nach Mitspielern suchen kann, kann ich auch nur jedem empfehlen. Denn sobald man Leute hat, auf die man sich verlassen kann, und komm, das ist ein Teamspiel, das ist sehr, sehr wichtig, dass man sich darauf verlassen kann, dass zum Beispiel der eigene Rücken gedeckt ist und auf Inferno bei B nicht einfach einer von A rüberkommen kann über City und die B-Spieler killen kann. Und darum kommt man, wenn man vom Rank her wirklich aufsteigen möchte, nur sehr schwer eben an richtigen Mates vorbei. Alleine auch schon wegen der Kommunikation. Das ist auch ein sehr wichtiger Punkt, der muss passen, sonst kommt man dem auch nicht wirklich weiter. Wenn keiner was callt oder Bescheid sagt, wo, was, wie und warum durchkommt, dann ist das ganze Spiel natürlich auch hinfällig. Natürlich kann man als Solo-Queuer auch abranken, aber die Solo-Queuer, die ich kenne, die haben die Wachstumsphasen ihre Ränge eigentlich auch immer nur dann, wenn sie dann doch mal mit ihren Kollegen spielen und ja, zu 5 reinqueuen. Alleine kann man seinen Rank sicherlich halten oder aufsteigen, aber die Wahrscheinlichkeit, dass du eben auch wirklich, ja, alles rausholen kannst aus deinem Team, die ist nur dann gegeben, wenn du das Team eben kennst. Beziehungsweise, wenn man richtig kommunizieren kann und alle 5 Bock haben zu gewinnen. Gerade so die letzten paar Wochen kommen bei mir immer wieder Schwünge an neuen Zuschauern rein und da sind auch viele neue Spieler. Und die fragen mich dann natürlich, hey, lohnt es sich überhaupt, Solo anzufangen? Also kann ich überhaupt ohne Kumpels Counter-Strike spielen? Und natürlich kann man da direkt mit Ja drauf antworten. Du kannst anfangen. Es lohnt sich in der Hinsicht, dass du auf jeden Fall trainierst, ne? Wenn du ins Spiel reingehst. Ob das jetzt 4 Mates sind oder halt 4 Fremde, ist eigentlich für das Lernen nicht so ein Riesenunterschied. Du kannst natürlich trotzdem mit gescheiter Kommunikation mehr lernen, als wenn sich alle 5 anschweigen und nichts passiert, weil dann geschehen Dinge, die dich aus dem Lernfluss rausholen, die eigentlich nicht passieren sollten. Wenn du zum Beispiel einfach von einer Position, von der dich ein Mate haben sollte, gekillt wirst. Aber natürlich lernst du grundsätzlich trotzdem die Grundeigenschaften wie halt Movement, Aim und so weiter und so fort, wenn du Solo spielst. Ich behaupte aber, dass auch hier
die Lernkurve viel besser ansteigt, wenn du mit 4 Kollegen spielst. Im besten Fall noch mit 4 Leuten, die deine Muttersprache teilen oder beziehungsweise eine Sprache mit dir teilen, die du wirklich gut sprechen kannst, damit man sich halt top absprechen kann. Und hierzu verweise ich einfach nochmal bei uns auf dem Discord oder auch auf die Livestreams. Wir sind gleich wieder live ab 18 Uhr. Denk auch ans Emerald Jürgensmund Giveaway im Stream. Bei uns im Discord könnt ihr, wie gesagt, Leute suchen in einem extra Spielersuche oder Mitspielersuche-Channel. Und im Stream kann man gerne auch einfach so mit uns, also mit mir, mitspielen. Jedes meiner Spiele ist ein Viewer-Game. Das heißt, ich ziehe immer wieder 4 Mitspieler einfach aus dem Chat heraus über unseren Bot und die spielen dann mit. Also 4, die spielen wollen. Ne? Man geht davor in eine Queue rein, potenzielle Mitspieler. Und aus dieser Queue werden dann einfach immer 4 gezogen und die spielen dann mit mir zusammen rein. Und natürlich gibt es heute auch wieder was für euch, und zwar diesen Sticker Chicken Whisperer. Das Teil kann man gewinnen, indem man an den Kommentaren teilnimmt, also einfach die Frage, die ich vorhin gefragt habe, beantwortet. Welchen Rank hast du gerade? Was war dein höchster Rank? Und hast du da Solo-Queue reingedaddelt oder mit Mates? Beziehungsweise, was war so der hauptsächliche Weg des Rank-Erspielens? Ich ziehe jetzt auch gleich wieder durch und gehe in den Stream. Denk dran, ab 18 Uhr geht es wieder weiter heute. Und wir daddeln ordentlich in CS2 rein. Und dann hauen wir meinen Rank mal wieder locker auf 15.000 hoch, würde ich sagen. Okay? Sehr gut. Dann sehen wir uns gleich live. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen, für die Kommentare und für die Likes. Hau da rein. Bye, bye. Mit Instagram kleben die Sachen ziemlich einfach. Von Papa wünsche ich mir 100 Rollen. Dann zur Weihnachtszeit, dass ich mal langsam einen Kartoffelflip esse. Denn dann gehen wir deine dicken, fette Mutter auf die Instagram-Messe.